Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Prost Spielen. Und das ist mal wieder eine ganz besondere, denn erstens darf ich mal wieder das hier ran. Ne? Das ist so mein. Tricky. Ne? Und zweitens geht es um Mage Toplane, genauer gesagt Azir auf der Toplane. Ich hatte erst überlegt, einen Durchgelacht darüber zu machen, ne? Prost Spielen wieder Mages auf der Toplane. Aber ich dachte mir, dass das an sich ja gar nicht so was Besonderes ist, dass Mages top gespielt werden. Das, was das Besondere ist, ist, welche Mages top gespielt werden. Nämlich tatsächlich welche, die eigentlich gar nicht dahin gehören. Wie zum Beispiel Azir. Azir ist einer dieser Spiele, einer dieser Champions, die immer auf der Midlane gespielt wurden. Seit 7 Billionen Jahren auch Meta sind. Oh shit, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich genug Platz auf der Festplatte habe. Habe ich, sehr gut. Bist du der Spandauer? Nein, nein, bitte nicht campen. Not again. Meine letzten Aufnahmen waren so viele Camper. Ja, Azir auf der Toplane. Also ein Champion, der normalerweise auf der Midlane ist. Cassio sehen wir aktuell auch wieder auf der Toplane. Gespielt wurde das Ganze in ELCS. Und wenn ihr auf Probits geht, seht ihr, dass immer mehr Leute tatsächlich diesen Trend folgen und ebenfalls Azir auf der Toplane spielen. Das hat mehrere Gründe. Erstmal wollen wir die Runen checken, weil ich habe mir vorgenommen, das jetzt immer früh zu zeigen. Ich spiele hier mit Komet, Mana Flow Band, Transistent, Scorch, Time Warp und Biscuit Delivery. Das habe ich genommen, weil die Lane gegen Relicten sehr schwer ist und ich quasi extra Sustain haben will. Bedeutet quasi, ich hätte hier auch für Free Boots gehen können. Ihr könnt auch für Domination gehen und dafür extra Healing über die Spells. Das sind alles Optionen, die ihr habt. Allerdings, in meinem Fall, soll es hier eben nicht das sein. Ich werde diese Wave nicht hart pushen. Ich hätte die Wave tatsächlich hier vorne annehmen sollen, aus dem Push heraus. Dann pusht sie eher zu mir. Ich möchte gegen den Chaco nicht früh pushen. Und auch ein Renekton ist an sich natürlich ein Gegner, wo ich sagen kann, das wird eher unangenehm. Trotzdem werden diese Mages halt eben top gespielt, obwohl sowas wie Renekton tatsächlich in der Mitte ist. Woran liegt das? Naja, einerseits muss man sein, dass man mit Mages immer ranged ist. Oder, ja, tatsächlich immer. Zumindest mit den Mages, über die wir hier sprechen wollen, bist du immer ranged, wenn du die nimmst. Cassio, Azir sind da ja zwei Beispiele. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht sowas wie Orianna sogar tatsächlich mal wieder auf die Toplane rutschen könnte. Und mit diesem Range bist du tatsächlich in der Lage, zumindest im Early Game, normalerweise Prio zu holen. Das heißt, wenn ich hier wollen würde, könnte ich den Renekton tatsächlich rauspushen. Das ist etwas, was gerade im Pro-Play natürlich unglaublich wichtig ist, um den Jungler helfen zu können. Jetzt ist es hier natürlich so, dass ich gegen den Chaco spiele. Oh, jetzt habe ich nicht auf Smartcast oder was? Das ist natürlich ein Fiasko. Ich spiele ja viele Spades ohne Smartcast, aber Azir ist einer dieser Champions, wo selbst ich mich nicht gegen wehren kann. Ich muss auch gleich den eh noch auf Smartcast legen. Ich miss dafür Minion. Fuck me, ey. Naja, das heißt, ihr habt am Anfang einfach den Range-Vorteil, kommt deswegen in den, kommt deswegen relativ gut klar. Und der ein oder andere Mage profitiert sogar von einer langen Lane. Cassio ist da natürlich ein schönes Beispiel, aber auch Azir in der Theorie. Das heißt, auf einem Top-Lane-Azir ist es sogar legal, mal wieder Lethal Tempo zu spielen. Das spielen tatsächlich einige. Ich habe mich hier für Komet entschieden. Komet ist ein bisschen mehr Lane-Präsenz. Lethal Tempo ist zum Beispiel, wenn du jetzt gegen den, sagen wir mal, du spielst gegen den Darius oder gegen Tanks generell, dann hilft das später, deine DPS nochmal steigen zu lassen. Das ist genau das, was ihr dann eben erreichen könnt. Ich könnte jetzt hier mal für den einen oder anderen auch Losing-Trade gehen, wie jetzt hier. Und danach den quasi diese Trades hinterhergeben. Und wenn ich da Lethal Tempo hätte, dann wäre der Trade natürlich noch einfacher. Und so ist es allerdings auch fein, weil ich eben Corruption Potion habe. Corruption Potion hilft mir unglaublich, um diesen künstlichen Sustain zu haben. Gleichzeitig würde ich immer wieder um den Komet rumspielen und um Mana Flow Band. Beides jetzt mir hier eher mittelmäßig geglückt. Scheiße. Oh, es war so bad. Ich hab sogar gedashed, aber ich hab den nicht hinter mich gestellt gehabt. Das war so free, ey. Fucking hell. Aktuell fuck ich mich ein bisschen ab, wenn ich schlecht spiele, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da in letzter Zeit, muss ich sagen, spiele ich so oft so bad, dass mich echt schon ärgert. Normalerweise bin ich da ein bisschen relaxter. Ich werde dann einmal den Recall interrupten. Auch weil das auf dem Mage normalerweise natürlich nicht passieren sollte. Wo ist denn der Recall, ey? Der ist ja echt weit zurückgerannt. Ja, das ist genau die Problematik. Also ich habe dreimal Corruption Potion und einen Keks. Ich kann da nicht sterben, wenn ich die vernünftig reinhaue. Ich gehe sogar extra ja für Corruption Potion, damit, also für auch noch das in den Ruhen, damit es noch einfacher ist. So, trotzdem gelingt es mir nicht. Das nervt mich schon. Generell ist es allerdings so, dass ihr zwar einen Mage sitten könnt. Also tatsächlich ist es sogar eine ganz gute Option, denn diese langen Lanes sind zwar für viele Mages von Vorteil, weil sie längere Trades nehmen können, aber sie haben gleichzeitig auch das Problem, dass der Weg zum Turret natürlich länger ist. Aber zum Beispiel, wenn ihr euch das Cassio-Azir-Matchup vorstellt, nur als Beispiel, dann ist es dadurch limitiert, dass Cassio immer nur in der Lage ist, zwei Es zu machen nach einem Q, weil sie sonst im Turm reinrennt. Das ist natürlich nicht so,
wenn du auf der Toplane bist, weil die Toplane einfach schlichtweg länger ist. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken, das ist jetzt nicht die angenehmste Lane-Position für mich. Das heißt, ich will das hier eher pushen. Gleichzeitig will ich allerdings auch nicht sterben. Ist mir gut geglückt. Könnt ihr jetzt hier nochmal in die Base gehen, ich werde das auch machen. Da ist auf jeden Fall irgendwo Shaco. Zumindest hat er da gerade eine Puppe gestellt. Man geht trotzdem für den Loons Rush. Du kannst, wenn du für Lethal Tempo gehst, finde ich auch für dieses wunderbare Item First Gain, Nashor's Tooth. Dann hast du nochmal ein bisschen mehr Attack Speed. Prinzipiell ist das allerdings etwas, wo ich finde, dass Loons auch wieder mehr Lane-Präsenz gibt und dementsprechend schlichtweg einen Vorteil hat. Oh, so eher dieser Tod, der nervt mich immer noch. Die Gegner auf der Top-Lane können natürlich im R bauen. Das ist allerdings etwas, was sie natürlich in ihrem Bild auch bremst. Und du als Mage outscales nahezu jeden Bruiser. Denn tatsächlich haben Mages allein dadurch, dass sie ganz spät Rabadons holen können, einen Stats-Multiplier drin, den eigentlich die AD-Klassen nicht haben. Hinten raus haben wir natürlich sowas wie ein Infinity Edge. Auch das ist ganz nett, klar, aber nicht vergleichbar. Ich will jetzt hier unbedingt das Kennen mit ihnen haben, deswegen habe ich hier zwei schöne Soldaten aufgestellt. Aua. Ich muss sagen, die Trades sind natürlich unangenehm, gerade wenn er mich da mit seinem Stun so hittet, dass ich danach nicht gegentraden kann, weil das ist ja so ein bisschen die Idee im Normalfall, dass ihr quasi die erste Instanz des Trades zwar verliert, allerdings danach in der Lage seid, zurückzuschlagen. Dadurch, dass ich quasi jetzt hier am Anfang reingetreut habe, habe ich natürlich jetzt nicht die Lane-Präsenz, die man sich wünschen würde. Aber das Schöne quasi an den Mages auf der Top-Lane ist, dass ihr die Lane nicht gewinnen müsst. Ihr seid überhaupt nicht darauf angewiesen. Dadurch, dass ihr eben diesen Scaling-Faktor habt, könnt ihr immer wieder recht gut einfach sagen, ja okay, dann scale ich halt. Und gerade unterm Turm sind die meisten Mages auch relativ schwer zu bedrohen. Also ich habe mich natürlich jetzt hier zum Beispiel einmal so dämlich angestellt, dass ich mehr oder minder unterm Turm gestorben bin. Aber das sollte im Normalfall nicht passieren. Generell ist es auch so, dass die Meta wieder ein bisschen langsamer wird. Das heißt, auch wenn uns das weniger auffällt, weil die Solo-Q-Meta immer noch eine recht flotte ist, muss man sagen. Ich kann jetzt hier zumindest wieder gegentraden. Das ist schön. Er hat natürlich über sein Q auch eine sehr, sehr potente Heilung. Das sollte man nie vergessen. Ich könnte jetzt noch einen Soldaten aufstellen, um ihn mal so richtig Rambazamba zu machen hier. Hab noch drauf gewartet, dass Komet nochmal abkommt. Nochmal ein bisschen extra Damage. Stellt hier ein Pinkboard rein. Sollte die Lane-Präsenz jetzt durch diesen einen erfolgreichen Trade tatsächlich wieder ziemlich gut haben. Das heißt, er wird jetzt warten, dass die Wave an den Turm geht. Ich werde ihm den Gefallen tun, weil ich tatsächlich von jedem Recall recht gut profitiere hier aktuell. Einfach weil mein Ludens gar nicht früh genug kommen kann. Alles andere tut nämlich weh. Was ihr allerdings auch als Option habt, ist den Gegner unterm Turm zu foltern. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Option. Mit den Mages, weil ihr halt eben diesen Range-Vorteil habt, könnt ihr euch immer entscheiden, hey, will ich in den Fog of War gehen, will ich basen oder möchte ich tatsächlich den Gegner unterm Turm stören. Prinzipiell ist es auch so, dass es im Competitive immer wieder dann zu diesen Swaps kommen wird, wenn man variable Top-Laner, Solo-Laner pickt. Rankton ist ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel, denn ganz oft wird, oder nicht ganz oft, aber aktuell wird gelegentlich Rankton als Iridia-Counter gespielt. Das heißt, diese beiden Champions können beide auf beiden Lanes sein und dementsprechend willst du den Rankton immer dahin schicken, wo die Iridia ist, weil es als Counter-Pick vorgesehen ist. Ach du Scheiße, ey. Diese Turret-Lasted-Serie war natürlich ein bisschen schmerzhaft. Das heißt, das ist quasi der Vorteil dann, dass du so ein Mage halt wieder auf die Top-Lane packst und gleichzeitig ist auch so, dass das allgemeine Spielniveau ein bisschen gestiegen ist. Das heißt, ich muss sagen, vor noch ein paar Seasons war es zwar normal, dass man jede Lane mal spielen musste, sorry für die Lasted gerade, ist ein bisschen peinlich. Es war allerdings auch so, dass trotzdem viele Leute Probleme hatten, jetzt einfach auf eine andere Lane zu swappen. Gerade durch diese ganze variable Meta, die wir mittlerweile haben, ist es so, dass nicht nur Teams wie Juju, sondern auch Mittelklassenteams wie DNA-Teams, also Wildcard-Regionen, in der Lage sind, mit ihren Spielern einfach zu sagen, weißt du was, ich gehe für eine andere Lane. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Vorteil, weil du dann halt eben Bruiser Midlane mit eben den Mage auf der Top-Lane spielen kannst. Das ist natürlich jetzt nichts gewesen, das auch nicht. Das war peinlich, wa? Naja, meiner Sieg ist nicht der cleanste, ne? Das wussten wir auch vorher. Tat natürlich jetzt allerdings trotzdem weh. Ich denke, wir können das spielen. Oh. Sehr schade. Du
natürlich jetzt sehr blind versucht, da den Chaco, der höchstwahrscheinlich die Knallpflanze nehmen will, zu treffen. Das ist immer so ein kleines Mindgame, wenn jemand Invis ist und da ist eine Knallpflanze, könnt ihr ganz oft probieren zu sagen, ja, okay, ich versuche den im Moment einfach zu treffen. Da ich das Ranked Hexdrücker geht, habe ich natürlich große Probleme auf der Lane, aber immer noch kann ich safe gehen. Er hat quasi die All-In-Trades auf seiner Seite, wenn ich das gut spiele und den E hinter mich setze und nicht vor mich und immer ein W abbehalte, dann ist es tatsächlich für ihn sehr, sehr schwer, in meine Range ranzukommen. Wenn er das schafft, dann bin ich natürlich ziemlich ripped, ne? Das haben wir jetzt zweimal gesehen. Das sind sehr unangenehme Trades. Mit der Ultimate hätte ich auch Counterplayer, aber dafür bin ich ja offensichtlich zu dumm. Versuchen jetzt so ein bisschen zu baiten, damit er hier einmal seine Combo wieder reinsetzt. Das scheint allerdings gerade nicht auf seinem Speiseplan zu stehen. Und während viele Midlaner in der Lage sind, Toplane zu gehen, ist es trotzdem so, dass ganz, ganz viele Toplaner sehr selten gegen diese Champions auf der Lane spielen. Natürlich ist es umgekehrt genauso, aber in Renekton zum Beispiel hat deutlich weniger Dinge, um die man sich kümmern muss, als vergleichbar in Renekton, der halt schon recht, naja, ich sag mal, simpel vom Design her ist. Ne? Das heißt, da kann man auf jeden Fall auch als Midlaner eher davon profitieren, dass der Gegner nicht weiß, wie ein Champion funktioniert. Er geht jetzt in die Base, das ist in Ordnung für mich. Ich bin nämlich relativ low. Ich hätte da auch nochmal versuchen können zu interrupten, aber das hat für mich jetzt gerade nicht den Mega-Mehrwert. Na, Mini-Wave hätte ich einen Ticken schneller pushen können, wenn ich so Seiten smarter gesetzt hätte. Dadurch, dass ich darauf Vision hatte, ist der auf meinem Pink-Board gerecordet? Ich glaube schon, ne? Habe ich jetzt da auch nochmal die Informationen bekommen. Wie ist die Lane bis jetzt verlaufen? Na, ich hatte wenig Prio, offensichtlich. Gegen den Renekton ist das auch relativ normal. Ich habe einmal hart geintet. Wenn ich nicht geintet hätte, wäre es noch besser gewesen. Aber ich stehe jetzt quasi 0-1-0 und der Gegner steht 1-0-0. Ich werde allerdings natürlich Billion Times besser im Late Game sein. Das heißt, dadurch, dass ich diesen Mage auf der Top Lane gepickt habe, ist es quasi gar nicht schlimm, dass diese Lane für mich ein bisschen unangenehm läuft, weil ich eine weitere Late Game Option für unser Team bin. Wenn ich jetzt hier lieber Tempo gegangen wäre, dann wären diese Gegentrades natürlich noch ein bisschen besser. Mit Komet bin ich, oder wäre ich jetzt stärker gewesen, wenn ich am Anfang nicht geintet hätte, weil dann könnte ich ihn jetzt noch eher versuchen, tatsächlich auch zu harassen. Also Komet gibt dir ein bisschen mehr Lane-Präsenz, gerade wenn du ahead bist. Und ist auch generell die etwas angenehmere Rune. Wenn du so etwas wie Cassio Toplane spielst, hast du ein sehr ähnliches Szenario. Allerdings kannst du schon ein bisschen früher tatsächlich versuchen, für die Plays zu gehen, weil eine Cassio ja quasi nur durchs Mana limitiert wird oder sie wiederum ein Champion ist, der deutlich mehr Scaling braucht. Ich denke, da will der Renekton gerade Midlane diven. Das heißt, wir müssen hier ziemlich aufpassen, wie wir das spielen. Da ist er wieder. Ist natürlich schön für uns, weil dadurch hat er hier ein bisschen was verpasst. Sehr angenehm. Er hat immer noch diesen, er hat jetzt Double MR gebaut, das heißt, für uns ist auch ein Voidstuff natürlich später nochmal eine attraktive Option. Auch das wieder Voidstuff immer noch sehr, sehr stark. Und wieder ein Trade, der quasi für uns geht, weil er uns nicht trifft. Wenn er uns trifft, geht der Trade natürlich für ihn. So können wir ihn zumindest Half-Life trümmern. Wenn er jetzt hier nicht massive MR aufgebaut hätte, was allerdings natürlich ziemlich Standard ist, dann wäre das nochmal ein bisschen angenehmer geworden. Ich mache hier einen kleinen Drive-By. Ich habe immer noch Flash-Up, damit ich das nämlich killen kann. Dadurch jetzt die wichtigen Spells raus. Ich habe hier mit der Ultimate hinter mich gedonnert. Da kann man drüber diskutieren, ob das in dem Moment der beste Play war. Ich wollte allerdings hauptsächlich Distanz gewinnen. Und ich wollte halt im Best Case auch noch irgendwas von ihm rauskriegen, weil ich in dem Moment nicht gesehen habe, wie er mich da bedrohen soll. Muss natürlich jetzt wieder aufpassen, ne? Er hat die ganze Zeit Fury up, ne? Solange er in der Wave da stehen kann die ganze Zeit, ist in Renekton halt ein absolutes Biest. Kann ihn allerdings jetzt hier weiter ordentlich pieksen in den Rücken. Und ich werde jetzt zu der Honeyfruit gehen. Das ist normalerweise nur das, was der machen kann, der die Lane gewinnt. Die Honeyfruit ist allerdings weg. Ist ein bisschen sad. Hätte ich gerne gehabt. Renekton ist Miss. Der könnte natürlich für TP-Play gehen. Das ist eine der Sachen. Mages sind schlechte TP-Plays. Mittlerweile ist es allerdings auch so aus meiner Sicht, dass im Competitive seltener für die TP-Plays gegangen wird, wo jemand rein TP't, um instant für ein Play zu gehen, sondern eher Cross-Map-TP's gemacht werden, wo man einfach für Tempo geht. Und das können natürlich Mages genauso gut. Ich habe jetzt meine Loons fertig, beziehungsweise ich habe bald meine Loons fertig, muss 30 Gold in der Base warten. Wenn ich die CS da gerade nicht so verhauen hätte, dann hätte ich jetzt ein bisschen mehr Tempo. Muss noch einmal gucken, wo der Renekton hingeht. Den vermisse ich nämlich aktuell. Da ist er wieder. Was hat er sich geholt? Er geht hier für Black Cleaver, natürlich absolut in Ordnung. Ich glaube, ich TP sogar auf die Lane, weil ich ansonsten einfach so viel Tempo verliere. Das wäre nicht passiert, wenn ich die CS da vernünftig genommen hätte, dann wäre das alles fein gewesen.
Der Renekton ist jetzt langsam in dieser Phase, wo er auch Wurf werden muss, also wo er auch ein bisschen mehr Druck verspüren wird, Plays zu machen. Dementsprechend kann ich mich darauf einstellen, dass er noch aggressiver geht. Ich glaube, den Pinkboard hätte ich da gar nicht setzen sollen, weil den kann ich niemals contesten. Einmal mit dem Q hier alle CS abgeholt. Kann sein, dass der hier gerade für Vision geht, dann würde ich ihn natürlich unglücklich face checken. Ich könnte hier von einem guten Spot aus arbeiten. Okay. This was pretty solid. Weiß nicht, ob wir dafür den Damage haben, Bro. Allerdings denke ich eher ja. Yes, there we go. Da war schön. Ich würde jetzt allerdings Toplane gehen wollen. Bin das Finest, Bro. Na, ich muss die Wave pushen, Mann. Das ist so ein Jungler-Ding, dass der da jetzt natürlich will, dass ich ihn helfe. Und ich kann das verstehen, aber die Problematik ist, dass wenn ich ihn da jetzt helfe, ich ziemlich fucked bin. Ja, und in diesen Fights bin ich jetzt schon quasi nützlicher als der Renekton, obviously. Weil er da nicht mehr so viel machen kann. Oh, da bin ich nicht über die Wall gekommen. Trotzdem davor, ganz schön gemacht gegen Corki, ne? Dann aber auf den Renekton gegangen, das war alles fein. Normalerweise könnte ich jetzt die Magic Pen gehen, das ist hier allerdings natürlich nicht so mega worth. Oh, shit. Sorry. Den Herald davor zu nehmen, hätte mir allerdings die Lane gekostet, das kann ich nicht gehen. Na. Der Ryze fightet da leider den Corki. Sollte allerdings fein sein. Shit. Ja, das kostet mir hier Gott sei Dank nichts, außer ein bisschen Nerven und ein bisschen Ehre. Prinzipiell hat er natürlich recht, ne? Also in Objective ist schon wichtiger. Ich muss jetzt hier einmal warnen, damit der Shaco mich weniger nervt. Dadurch, dass ich jetzt quasi mein zweites Item mehr oder minder habe, bin ich schon deutlich stärker. Oh. Wenn er die Combo da schneller macht, dann hat er mich. Ich muss die Wave schneller pushen, um zu gucken, ob er den placed. Wenn er den placed, muss ich jetzt immer in Time reagieren. Er wird hier wieder über die Wall gehen. So, wir werden das scheinbar nicht crossword-mäßig spielen. Ah, okay. Shaco ist aber nicht mehr da. Scheiße. Ich dachte, ich könnte ihn noch interrupten. Ich muss jetzt hier komplett wegrennen, weil ich habe keine E ab. Und der Turm ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der fällt. Ah, ich bin gestunt, allerdings komme ich trotzdem raus. Hallo? Entschuldigung. Könnt ihr mich bitte hitten? Puh. Ich kann jetzt einen Soldat über die Wand stellen, um zu verhindern, dass der das nimmt. Das war tricky. Die Gegner haben währenddessen scheinbar nicht den Drag gemacht, obwohl sie dafür... Ah, wobei, Shaco war auch eher Topside. Ich weiß nicht, ob die dafür überhaupt ein Zeitfenster hatten. Stellen jetzt hier mal die Soldaten rein. Ich nehme die Camps mit. Das ist allerdings kein Futter für Mages. Das kann jeder Toplaner, der ein bisschen Prio hat. Und das sind natürlich auch Bruiser. Ist nicht so, als hätte nur Toplaner Prio, ne? Ihr könnt Prio durchaus auch mit Standard-Champions auf der Toplane haben. Renekton ist da ein schönes Beispiel, ne? Ich meine, er hatte jetzt sogar gegen mich Prio. Generell ist Renekton natürlich jetzt auch nicht so das Paradebeispiel dafür, wogegen du das picken willst, ne? Weil er halt eben schon recht viel Lane-Präsenz hat. Wenn ich allerdings über die Lane komme, dann ist natürlich jetzt hier eben mein Vorteil fürs Team größer. Ich werde jetzt auch noch versuchen, die Krabbe zu nehmen. Das sollte mir auch gelingen. Ist allerdings mit Azir gar nicht so einfach, weil die kleine Scheißkrabbe ja die ganze Zeit wegläuft. Wobei, es ist sogar einfacher, als ich dachte. Ich werde jetzt hier noch den Pickwood clearen, der mich da aufgedeckt hat. Kann sein, dass der Renekton mich hier trappen will. Stattdessen sehe ich ihn allerdings, also wird er das wohl nicht tun. Digga, what the fuck. Oh. Ah, ging da mein Auto-Attack hin. Renekton hat natürlich jede Menge MR gebaut, ne? Das heißt, dagegen ist mein Damage halt leider echt immer noch nicht so gering, aber tatsächlich ist er mittlerweile eigentlich recht hoch.
Drei Soldaten natürlich immer das angenehmste hier, um so eine Wave mal schnell eben rauszudeleten. Oh, ja, ich kann da versuchen hinzukommen. Ja, er kriegt auf jeden Fall den Stun, aber er hat keine Ult. Ich bin halt auch nur... Scheiße, werde ich aufgedeckt. Fucking hell, ey. Oh, ich sehe, dass der Reddington da kommt, aber ich kann da nicht mehr viel gegen machen in dem Moment. Hätte ich antizipieren müssen, ne? Das war relativ obvious. Wir kriegen unten zwar den Turm dafür und Seju wird auch noch relativ viel Zeit rausholen. Vielleicht kommt die sogar weg. Shaco ist nicht so fast da gerade in dem Moment. Bootswahl fällt mir immer noch schwer. Seju ist fucking tanky. Seht ihr den Slow? Ah, oh, hier kommt der Straight Hook, oder? Ne? Oh mein Gott. Okay, das war sehr, sehr peinlich. Oh mein Gott. Na gut. Wäre vielleicht auch ein bisschen zum, too much gewesen. Da hin zu tippen macht keinen Sinn mehr. Das heißt, ich move lieber einfach nochmal zur Top-Lane. Hol dir nicht immer das Maximum, was ich an Range rausholen könnte, raus. Ja, ich muss sagen, gerade für die Leute, die normalerweise Midlane spielen, sind diese Mages auf der Top-Lane definitiv eine Option. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch auf den Champion wohlfühlt, viel, viel höher ist als auf der Top-Lane. Wenn ihr dann allerdings natürlich einen Champion spielt, wie ich jetzt hier, den ihr allerdings dann selten spielt, dann ist das natürlich schon wieder deutlich weniger sinnvoll, ne? Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ah, hier ist ja alles geklärt. What the fuck? Ja, hier ist alles weg. Ich glaube, die haben ja auch Vision. Steigen aber die Krabbe noch gar nicht ab. Das heißt, das war zumindest kein Anzeichen dafür, dass die da Vision hatten. Stellen jetzt hier mal die Soldaten wieder, ne? Und dann wird hier wieder die Krabbe ordentlich versohlt. Das funktioniert doch besser als gedacht. Die scheinen da ein bisschen reinzustacken. Der Corgi auf der Sideline ist natürlich ziemlich strong. Generell ist das eine der Schwächen, wenn ihr für Mages auf der Top-Lane geht. Ihr seid natürlich im Split-Push in den meisten Fällen nicht so stark. Deswegen ist zum Beispiel der Cassio auch ein besserer Kompromiss, was das angeht. Weil Cassio natürlich in den Split-Push-Situationen deutlich besser klarkommt. Hier ist es jetzt auch so, dass wir sehr viele Magic-Damage, die da haben. Das heißt, das Ultimate ist für Renekton auch sehr interessant. Wenn ihr dafür geht, wollt ihr natürlich normalerweise in Fällen dafür gehen, wo das ein bisschen weniger der Fall ist. Könnt ihr jetzt hier für Ninja-Tubbies gehen. Wäre auch nicht so schlecht. Ah, sollte ich dafür gehen? Ja, auch gegen Corki ist es gut. Ja, Ninja Tubbies sind hier gut. Dann hätte ich allerdings auch früher dafür gehen können. Oh, what the fuck. Okay, die stand vorher 7-2. Wieder so ein Fall von zu wenig Tab gedrückt. Ich werde ganz oft gefragt, warum ich so oft Tab drücke. Ja, das ist der Grund, Leute. Ne? Damit genau sowas nicht passiert. Ich flash darüber, wenn ich die Ultimate vorsetze, ist es trotzdem fein. Ich dachte aber tatsächlich, dass ich die einfach kille. Wenn die da natürlich in dem Moment 8-2 steht, ist das deutlich weniger möglich. Die wurden gerade von einer Shaco Ilo gebaitet. Das ist schon eher troll. Trotzdem natürlich jetzt auch eher mein Fehler. Ne? Wenn ich dann nicht suicide, dann kommt diese ganze Kette an Dingen, die da quasi dahinter steht, auch gar nicht so ins Rollen, wie sie hier ins Rollen gekommen sind. Ja, auch hier wieder nicht die maximale Distanz rausgeholt. Der Infernal wird weg sein. Auch das wieder, ne? Infernal, auch angenehmer mit dem Mage Top Lane. Generell ist es auch so, dass dadurch, dass Seju ja immer noch Meta ist, ist es auch so, dass prinzipiell fast immer ein Tank aus dem Jungle kommt. Wenn kein Tank aus dem Jungle kommt, dann wird es natürlich nochmal schwerer für einen Mage zu gehen, weil dann werdet ihr keinen Tank im Lineup haben. Das ist normalerweise etwas, was man schon haben sollte. Zumindest in irgendeiner Art und Weise. Das muss nicht immer ein krasser Full-Tank Maokai Mundo sein, aber trotzdem so ein bisschen Tanken, das tut schon gut, weil ihr sonst dann einfach irgendwann Probleme bekommt mit den Damage, die dann des Gegners halbwegs vernünftig umzugehen. Das ist hier meine dritte Krabbe. Ist auch nicht irgendwie, sind die Laner hier alle ein bisschen weird. Ich stelle da meinen Soldat rein. Ah, die Krabbe wird es wohl nicht diesmal. Oder bin ich etwa Gott?
Are you going AP? Hä? What the fuck? Natürlich gehen wir AP. Karma. Hm, okay, das macht mehr Sinn. Oh, die geht für Magic Bamboos. Das ist so bad, leider. Weil die Magic Bamboos hier so ineffizient sind, weil die Gegner halt zu viele Anreize haben, für mehr zu gehen. Da würde ich mich jetzt als ADC wahrscheinlich auch ein bisschen aufregen. Weil es natürlich auch verhindert, dass sie halt hier eben für vernünftige Support-Items geht. Die Leute werden ganz gerne mal vom Masierturm auch gebaitet. Ich würde jetzt ganz gerne groupen. Der Corki ist allerdings auf der Seite natürlich langfristig auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Problem. Könnte Rabadon tatsächlich danach gehen. Gelegentlich nutzt sie auch Morellos, ne? Obviously. Fuck. Das ist Damage. Okay, okay, what the fuck? Hm. Die haben jetzt natürlich wieder für... Ja, das sollte der Azir lieber den Blue Buff nehmen. Not sure. Okay. Den können wir auf jeden Fall da mal fix rausnehmen. Kann man drüber streiten, ob ich da überhaupt hätte ulten müssen, aber ich glaube schon. Das wäre jetzt der normale Laufweg zur Toplane, aber der ist jetzt, dadurch, dass die einen Shaco haben, ziemlich zu. Mit Traktar und Textricker macht ihr schon eine ganze Menge. Ich habe DP ab. Summon Top, please. Da sollte der Lucian auch hingehen können. Ich habe hier noch die Crux gemacht, die Golems, ich weiß nicht, ob das worth war, weil dadurch die Gegner jetzt wahrscheinlich einen Nash kriegen. Also streng genommen kriegen sie ihn natürlich durch den Catch, aber dadurch, dass ich so, calm down, no chat please, thanks. Dadurch, dass oh, rede ich über Nash? Rede ich gerade wirklich über Nash? Bin ich ein bisschen dumm? I'm sorry. I'm really dumb. Da ist, ja, ein bisschen was passiert. Hoppla. Na gut, also, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen gucken, wie wir das Game kontrolliert bekommen. Wir wollen es generell langsam machen, wir wollen scalen. We can chill. Ja klar, die Krabbe kriege ich, aber das Scheißvieh nicht, oder was? Ah, ich krieg damit nicht Banshees, ne? Dann wird das natürlich tricky. Die Wege durch die Jungle sind halt unergründlich hier. Und wahrscheinlich alle gewardet. Deswegen ist es sehr gut, dass Seju da gerade einmal durchsweept. Das Problem ist die Kaiser. Weil die ist auch noch hier. Deswegen kann ich nicht auf den Fight so committen, wie es vielleicht schön wäre. Fucking hell ist die fett, ey. Puh, da ist natürlich jetzt guter Rat teuer, ne? Vor allem, weil sie auch noch für den Banshees geht. Tja, Leute, das ist eher was für den Zweitkanal, wo die Problematik von Mages auf der Toplane ist. Das Problem ist halt einfach die Item-Builds, auch die wir haben. Ich hätte übrigens Void-Stuff statt Rabadons gehen sollen, das wäre besser gewesen. Dass die Karma hier auch noch für Magic Pam gut. Double Mate? Boah, ist das fucking terrible, ey. Double Magic Pen gegen ein Gegnerteam, wo jeder im R hat. Das ist super bad, ey. Fucking hell. That's not good. Wenn du Mage Top Lane pickst, dann solltest du Games nicht surrendern. Weil du prinzipiell erst im Late Game gut bist, aber gegen Triple Infernal Kaiser Corki. Kann man so ein Game auch schon mal surrendern. Und selbst Shaco ist gut im Late. It's pretty much over. Schade, waren ein paar schöne Szenen dabei, ne? Auch ein paar Troll-Szenen, aber das ist ja nicht normal.
muss sagen, der Invis von Kaiser ist halt auch ein akutes Problem. Are you kidding me? Wir haben nicht den Damage. Ich hätte ulten müssen. Ja, wir haben halt, wir haben jetzt so viel Magic Damage. Tja. Ich glaube nicht, dass wir da noch deffen gehen sollten. So, entweder wir forcen das jetzt hart und gewinnen die Fights, oder wir gewinnen sie halt nicht. Aber there is no in between anymore. Okay. Eieieiei. Das ist tatsächlich pretty much impossible to win. Alle schreiben so viel, ne? Ich meine, wir spielen ja alle schlecht. Ja, wenn ich hier Voidstaff geholt hätte, wäre es besser, aber den Voidstaff hätte ich auch jetzt erst. Da ist das Game tatsächlich over. Hm. Ja, also der Rennington, weder Rennington noch ich hatten jetzt groß Einfluss auf das Game. Ich hatte ein bisschen Einfluss bei diesem Blue Buff Fight. Ich dachte tatsächlich, da haben wir das Game zurückgeholt. Aber tatsächlich war die Kaiser sehr, sehr fett. Und ich habe auch noch der Kaiser einen Kegel gefeedet. Das war actually ziemlich bad. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich könnte da hintippen, aber die haben da Vision. Ich tippe da trotzdem hin. Never mind! Da greed ich doch glatt für. Na gut. We tried. Heieiei. Da kann man nicht so super viel machen. War das der? Ach, man kann nicht mehr ganz bis zum Anfang zurückscrollen. Nee, es war die Kaiser. Tja, hätte die Kaiser so getryhardet, wenn sie mich nicht kennen würde? I guess so. Hätte ich das Game solo carry können? War das Team gut genug quasi, um das Game zu gewinnen? Probably. Ja. Ich meine, wenn ich am Anfang diesen Tod nicht nehme. Aber man kann jetzt auch noch den letzten Fight spielen, wenn man eh schon die ganze Zeit die Zeit investiert hat. Obwohl das Game schon lost war. Aber das Game verlierst du halt in 99% der Fälle. Ist auch so. Also, Kaiser ist auch so gut gegen diese Full AP-Teams. Oh, that's awkward. Oh, that's even more awkward. Da haut's er ab, oder was? Okay, die Gegner haben ziemlich getrollt. Den kann ich mir nicht verkneifen. Wer im Allchat BM muss bereit sein, zurück BM zu werden. Oder BM einfach nicht im Allchat, ne? Das geht natürlich auch. Generell können wir das hier wahrscheinlich sogar relativ lange Wave clearen. Also die Waves sind nicht das Problem. Dafür haben wir ganz gute, vernünftige Champions. Also eigentlich haben wir mich. Und ich alleine bin ein vernünftiger Champion. Vor allem, weil ich ja auch nochmal einen Tower aufstellen kann. Ah, diese Double Magic Pen Karma ist halt so Giga-Troll, ne? Ist mir echt schwer, noch das Positive zu sehen. Ein Shaco Backdoor ist durchaus eine Option. Der ist allerdings gerade da eher beim Nash. Jetzt mit dem Rabadons ist zumindest beim Waveclay besser, als er mit Voidstaff gewesen wäre. Um mal positive Dinge zu sagen. I mean. Ja,
nicht wirklich die Ult, die man da setzen sollte. Aber ich dachte, der Thresh kann auch rübergehen. Dann wäre es natürlich unangenehm geworden. Richtiger Call, da den Ryze zurückzupfeifen. So weit vorne können wir das aktuell einfach nicht deffen. Are you kidding me? Hört doch auf, mich aufzudecken. Ich würde halt ganz gerne noch einmal in die Base. So, der Renekton ist halt jetzt nur noch ein Meat Shield und ich bin halt fucking online. Ich weiß nicht, ob die Kaiser Bock hat, diesen Hero-Move. Sah kurz so aus. Kann mir gut vorstellen, dass sie das hier overextended und throwt. Seju lebt halt wieder. Wenn einer getroffen ist, sollte er eher zur Team-Mitte gehen. Ich meine, wenn wir das Game wirklich gewinnen würden, dann fickt mich natürlich meine 99%-Aussage ein bisschen. Aber ich meine, das sind auch wirklich 99%. Das Problem ist, bei Tower ist gleich weg. Und ich kann da nicht viel gegen machen. Hätte ich da vielleicht noch gar nicht setzen sollen. Wir können das echt entspannt Wave clearen. Das Problem ist eher der Backdoor. Hab da recht viel gemacht tatsächlich. Falls er natürlich jetzt insane schwer zu spielen, weil wir halt normalerweise peelen müssten. Nice. Vielleicht hätte ich hier in der Base kurz Leben ranken sollen. Okay, okay. Wir definitiv Step by Step. Das ist leider Game, ne? Hab ihn nicht gesehen. GGWP. Ich habe da da stand scheinbar ein Ward. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ja, Game für meinen zweiten Kanal. Haut rein, Boys. Tschüssi.